Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung des Deutschlandcups. Der Deutschlandcup ist das Highlight und der krönende Abschluss der Talentförderung im Handball-Landesverband. In diesem Jahr findet der Deutschlandcup der Jungen wie gewohnt in Berlin statt. Vom 14. bis 17. Dezember wird gespielt. Anfang des kommenden Jahres kommt es dann zu einer Premiere, denn der Deutschlandcup der Mädchen wird erstmals im Handballverband Niedersachsen-Bremen, genauer gesagt in Hannover, ausgespielt. 4. bis 7. Januar. Für die Auslosung heute an meiner Seite Sven-Sören Christoffersen. Muss eigentlich nicht vorgestellt werden, ich mache es trotzdem. Sven-Sören ist ehemaliger Nationalspieler, sportlicher Leiter der Recken und Vizepräsident für Leistungssport im Handballverband Niedersachsen-Bremen. Schön, dass du da bist. Sehr gern. Hast du schon mal als Losfee gearbeitet? Ich habe ja gerade schon angegeben. Ich habe ja, oder durfte damals in Katowice, damals Anfang des Jahres, die U21-Weltmeisterschaft auslosen. Und dementsprechend hat das da fast unfallfrei geklappt. Es gab ja zuletzt auch Zwischenfälle mit runtergefallenen Losschalen. Wir geben uns Mühe, dass das heute hier nicht passiert. Sehr gut. Das heißt, ich habe einen absoluten Experten, nicht nur im Handball, sondern auch im Auslosen heute an meiner Seite. Das könnte gut werden. Wie läuft diese Auslosung heute ab? Alle Handball-Landesverbände sind in 4 Lostöpfe eingeteilt. Dabei ist ausschlaggebend, wie sie bei den vergangenen 3 Auflagen des Deutschlandcups abgeschnitten haben. Wir gehen dann gleich Lostopf für Lostopf, Landesverband für Landesverband durch und losen jedem Landesverband die entsprechende Gruppe zu. Das Ganze machen wir erst für die Mädchen und im Anschluss für die Jungs. Sven-Sören, bist du startklar? Ich bin guter Dinge und hoffe, dass mir nicht zu viele Überraschungseier hier durch die Lappen gehen. Ich bin auch guter Dinge, also würde ich sagen, lasst uns loslegen. Wir starten mit den Mädchen. Hier sehen wir einmal die 4 Lostöpfe eingeblendet. Im Lostopf 1 haben wir Handball Baden-Württemberg 1, den Handballverband Sachsen, die auch Vorjahressiegerinnen geworden sind, Handballverband Brandenburg und Bayern, in Topf 2 den Handballverband Niedersachsen-Bremen, Niederrhein, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen, in Topf 3 Handball Baden-Württemberg 2, Handballverband Westfalen, Rheinland-Pfalz Handball und den Handballverband Berlin und in Top 4 Schleswig-Holstein, Hamburg, Mittelrhein und den Handballverband Saar. Wir starten bei den Mädchen mit Top 1. In Top 1 sind Handball Baden-Württemberg 1, der Handballverband Sachsen, Brandenburg und Bayern. Ich würde sagen, Sven-Sören, leg los. Das ist mal ganz wichtig, ne? Da sieht man schon die Expertise. Ja, viel Ruhe, das ist wichtig. Und dann mal gucken, welche heiß und welche kalt sind. So, mal gucken, mit wem wir starten. Das ist der Handballverband Sachsen. Die erste Mannschaft, natürlich der Vorjahressieger Handballverband Sachsen. In welcher Gruppe? Das gucken wir jetzt, auch hier. In Gruppe D. Der Handballverband Sachsen geht in Gruppe D. Dann, zweiter Verband. Als zweites haben wir den Bayerischen Handballverband. Der Bayerische Handballverband geht in Gruppe. In die Gruppe C. Bayerischer Handballverband in Gruppe C. Wir räumen das Feld von hinten auf, würde ich sagen. Gruppe D und C sind schon besetzt. Ja, meinst du, ich kriege das hin? Weiter geht's. Als nächstes haben wir den Handballverband Brandenburg. Demnach müsste jetzt ja Gruppe B kommen. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das jetzt nicht zu sehr vorhersagen, aber es ist tatsächlich die Gruppe B. Damit verbleibt nur noch ein Landesverband. Das macht nichts, erst den Verband. Gut, da brauchen wir nicht mehr mischen. Eigentlich nicht. Dementsprechend ist das der Handballverband Baden-Württemberg 1. Wenn alles richtig ist, müsste hier noch Gruppe A drin sein. Sonst haben wir ein Problem. Es hat alles seine Richtigkeit und das ist die Gruppe A. Damit ist der Topf 1 bei den Mädchen ausgelost.
Wir machen weiter mit Lostopf 2 bei den Mädchen. Mit dabei der Handballverband Niedersachsen-Bremen, der Handballverband Niederrhein, Handballverband Mecklenburg-Vorpommern und die Handballerinnen aus Hessen. Ich gebe Gas. Gib Gas. So, und hier haben wir als erstes den Handballverband Niedersachsen-Bremen. Der Ausrichter geht in welche Gruppe? Der HVNB geht in die Gruppe B. HVNB in Gruppe B und damit in einer Gruppe mit den Handballerinnen aus Brandenburg. Als nächstes haben wir den Hessischen Handballverband. Der Hessische Handballverband geht in Gruppe Das ist die Gruppe C. Der Hessische Handballverband geht mit zum Handballverband Bayern in Gruppe C. Damit verbleiben zwei Landesverbände. Und dort haben wir den Handballverband Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern in Gruppe. Nicht, dass es immer mit drei oder vier Runden sind oder sowas, ne? Vorhersehbar bleiben. Gruppe D. Mecklenburg-Vorpommern in Gruppe D zusammen mit den Vorjahressiegerinnen aus Sachsen. Damit verbleibt nur noch ein Landesverband. Jetzt die Ringsportaufgabe. Wer ist es? Wer könnte es sein? Ich habe einen Zettel, wo ich ablesen kann. Das ist der Handballverband Niederrhein. Das stimmt mit meinen Aufzeichnungen überein. Das heißt, es passt bis dahin. Top. Und die dürften dann gehen in Gruppe. Das ist übrig. A, würde ich sagen. Ne? Aber ja. Ich möchte ja nicht voreinnehmend sein, es ist aber tatsächlich die Gruppe A. Damit ist auch Topf 2 vollständig ausgelost. Wir machen weiter mit Lostopf Nummer 3. In diesem sind Handball Baden-Württemberg 2, der Handballverband Westfalen, Handball Rheinland-Pfalz und der Handballverband Berlin. Wer ist der Erste? Wir haben als erstes Rheinland-Pfalz Handball. In welcher Gruppe? Gruppe D. Rheinland-Pfalz geht in Gruppe D. Weiter geht's. Der Handballverband Westfalen. In Gruppe C. Der Handballverband Westfalen in Gruppe C gemeinsam mit Bayern und dem Hessischen Handballverband. Damit verbleiben zwei Verbände. Der Handballverband Berlin. Der Handballverband Berlin, der in Gruppe A gehen muss. Da müssen wir einmal kurz was erklären. Und zwar ist in Gruppe A nämlich schon Handball Baden-Württemberg 1. Handball Baden-Württemberg 1 kann nicht zusammen in einer Gruppe sein mit dem verbleibenden Los Handball Baden-Württemberg 2. Deswegen geht der Handballverband Berlin automatisch in Gruppe A und Handball Baden-Württemberg 2 demnach in Gruppe B. So, mit der Vollständigkeit halber noch zeigen, dass das letzte Los... Das können wir gerne kontrollieren. Wäre Handball Baden-Württemberg 2. Dann haben wir alles richtig gemacht. Das heißt, wir haben auch den Lostopf 3 vollständig ausgelost. Wir machen weiter mit dem vierten Lostopf bei den Mädchen. Mit dabei sind der Handballverband Schleswig-Holstein, der Handballverband Hamburg, der Handballverband Mittelrhein und last but not least der Handballverband Saar. Und wir fangen an mit dem Handballverband Saar. Der Handballverband Saar geht in welche Gruppe? Die
die Gruppe D. Damit ist Gruppe D komplett. Der Handballverband Saar geht in die Gruppe D mit Sachsen, Rheinland-Pfalz Handball und Mecklenburg-Vorpommern. Als nächstes haben wir den Handballverband Mittelrhein. Handballverband Mittelrhein in welcher Gruppe? Drei verbleiben. Das Geräusch ist auch so schön, weißt du, das herrlich, oder? Ja, mal fleißig mischen. Gruppe B. Der Handballverband Mittelrhein geht in Gruppe B. Damit ist auch Gruppe B komplett. Mittelrhein, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg 2. Zwei Lose verbleiben. Der Handballverband Schleswig-Holstein. Der Handballverband Schleswig-Holstein kann noch gehen in Gruppe A oder C. Was wird es? Der HVSH geht in Gruppe C. Der HVSH komplettiert Gruppe C gemeinsam mit Bayern, Westfalen und dem Hessischen Handballverband. Damit verbleibt nur noch ein Los bei den Mädchen. Das ist wieder die Denksportaufgabe, ne, für alle, die mitgemacht haben. Wer könnte es sein? Das ist der Hamburger Handballverband. Der Hamburger Handballverband in Gruppe A sollte es sein. Wir schauen nochmal nach zur Sicherheit. Und auch das ist korrekt, Gruppe A. Das passt. Damit ist auch Gruppe A komplett. Der Hamburger Handballverband gemeinsam mit dem Handballverband Berlin, dem Handballverband Niederrhein und Handball Baden-Württemberg 1. Hier sehen wir nochmal alle Gruppen in der Übersicht Gruppe A, B, C und D. Im weiteren Turnierverlauf wird es dann so sein, dass die Teams aus Gruppe A im Viertelfinale bzw. im Platzierungsspiel auf die Teams aus Gruppe B treffen. Ebenso treffen dann die Teams aus Gruppe C auf die Teams aus Gruppe D. So, die erste Hälfte haben wir geschafft. Sven Sören, hast du Kraft für noch eine Hälfte? Ich bin guter Dinge, dass ich das durchstehe, ja. Sehr gut. Hier sehen wir jetzt einmal die vier Lostöpfe der Jungen eingeblendet. Wir haben in Topf 1 den Vorjahressieger aus Berlin, Handball Baden-Württemberg 1, den Handballverband Mittelrhein und den Handballverband Bayern. In Topf 2 den Handballverband Niedersachsen-Bremen, Handballverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen. In Topf 3 den Handballverband Schleswig-Holstein, Handball Baden-Württemberg 2, den Handballverband Hamburg und das Team aus Westfalen. Und abschließend in Top 4 den Handballverband Niederrhein, Brandenburg. Und jetzt eine Besonderheit, hier werden noch Qualifikationsspiele gespielt. Das erste Qualifikationsspiel zwischen dem Handballverband Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen und das zweite Qualifikationsspiel zwischen Handball Rheinland-Pfalz und dem Handballverband Saar. Wir starten auch hier wieder mit Lostopf 1. In diesem sind der Handballverband Berlin, Handball Baden-Württemberg 1, Handballverband Mittelrhein und Handballverband Bayern. Ich würde sagen, schieß los. Startsignal. So, bei den Jungen starten wir nicht mit dem Vorjahressieger, sondern mit Handball Baden-Württemberg 1. Handball Baden-Württemberg 1, das erste Los geht in welche Gruppe? In die Gruppe C. Handball Baden-Württemberg 1 in Gruppe C. Weiter geht es mit dem Landesverband aus. Gut gefaltet. Ja. Der Bayerische Handballverband. Bayern ist das zweite Los. Wir fangen also diesmal im Süden an. Die gehen in die Gruppe A. Bayern, der Kopf in Gruppe A. Zwei Lose verbleiben. Das ist der Handballverband Mittelrhein. Entweder Gruppe B oder Gruppe D für Mittelrhein. Das ist die Gruppe B. Mittelrhein geht in Gruppe B. Damit sollte nur noch der Vorjahressieger Berlin übrig sein. Wir kontrollieren das Ganze nochmal. Du hast vollkommen recht. Das ist der Handballverband Berlin. In Gruppe Dora, wenn mich nicht alles täuscht. Das klingt gut. Wir schauen nach. Gut verpackt.
Das passt. Gruppe D. Der Handballverband Berlin geht in Gruppe D. Wir machen weiter mit Lostopf 2 bei den Jungen. Darin sind der Handballverband Niedersachsen-Bremen, der Handballverband Sachsen, der Handballverband aus Sachsen-Anhalt und unsere Nachbarn aus Hessen. Los geht's! Den Auftakt aus Topf 2 macht der Handballverband Niedersachsen-Bremen. Der Handballverband Niedersachsen-Bremen geht in welche Gruppe? HVMB geht in die Gruppe D. Der HVMB geht in Gruppe D mit dem Ausrichter und Vorjahressieger aus Berlin. Weiter geht's. Als nächstes haben wir den Hessischen Handballverband. Der Hessische Handballverband ist das zweite Los aus Topf 2. Schnapp ich mir mal direkt eins. Das machen wir. Haben wir die Gruppe B. Der Hessische Handballverband geht in Gruppe B zusammen mit dem Handballverband Mittelrhein. Es geht weiter. Das ist der Handballverband Sachsen. Handballverband Sachsen, das dritte Los aus Top 2, geht in Gruppe A oder C. Was wird es? Gruppe C. Handballverband Sachsen gemeinsam mit Baden-Württemberg 1 in Gruppe C. Damit verbleibt nur noch Sachsen-Anhalt für Gruppe A. Wir kontrollieren das Ganze nochmal. Handballverband Sachsen-Anhalt. Das passt. Und Gruppe A passt auch. Der Handballverband Sachsen-Anhalt in Gruppe A gemeinsam mit dem Handballverband Bayern. Wir machen weiter mit Lostopf Nummer 3. Darin sind der Handballverband Schleswig-Holstein, Handball Baden-Württemberg 2, der Handballverband aus Hamburg und der Handballverband Westfalen. Los geht's! Da fangen wir an mit Handball Baden-Württemberg 2. Handball Baden-Württemberg 2 kann nicht in eine Gruppe mit Handball Baden-Württemberg 1 in Gruppe C. Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Der Druck wird groß. Und das bekommen wir hin, das ist die Gruppe D. Handball Baden-Württemberg 2 geht in Gruppe D gemeinsam mit dem Handballverband Niedersachsen-Bremen und dem Handballverband Berlin. Weiter geht's. Als nächstes haben wir den Hamburger Handballverband. Der Hamburger Handballverband. Drei Gruppen verbleiben, A, B oder C. Das ist die Gruppe A. Gruppe A für Hamburg, also gemeinsam mit Bayern und Sachsen-Anhalt in einer Gruppe. Zwei Verbände verbleiben. Wir haben den Handballverband Schleswig-Holstein. Der Handballverband Schleswig-Holstein geht in welche Gruppe? Das mal umrühren. Ganz Neues. Gruppe C. Schleswig-Holstein geht in Gruppe C gemeinsam mit dem Handballverband Sachsen und Handball Baden-Württemberg. Und wieder die Kontrollöffnung. Handballverband Westfalen geht in welche Gruppe? Wer ist über? Die Spannung steigt. Schön, dass ich habe immer einen Spickzettel. Und darauf steht Gruppe B. Handballverband Westfalen komplettiert die Gruppe B, das ist nicht ganz richtig, weil wir haben noch einen Topf, aber geht in die Gruppe B gemeinsam mit dem Handballverband Mittelrhein und dem Hessischen Handballverband.
Wir kommen zum letzten Lostopf, Lostopf 4 bei den Jungen. Darin sind enthalten der Handballverband Niederrhein, der Handballverband Brandenburg und die zwei Teams, die noch ausgespielt werden müssen. Einmal zwischen dem Handballverband Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen und das zweite Spiel, was noch aussteht, zwischen Rheinland-Pfalz und dem Handballverband Saar. Los geht's! Als erstes den Handballverband Brandenburg. Der Handballverband Brandenburg macht den Anfang, geht in welche Gruppe? Wir komplettieren zuerst die Gruppe C. Der Handballverband Brandenburg komplettiert Gruppe C gemeinsam mit Handball Baden-Württemberg 1, dem Handballverband Sachsen und dem Handballverband Schleswig-Holstein. Weiter geht's. Haben wir den Gewinner aus Handballverband von Handballverband Mecklenburg-Vorpommern und dem Thüringer Handballverband. Der geht in welche Gruppe? In die Gruppe B. Der Sieger aus Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen komplettiert Gruppe B gemeinsam mit dem Handballverband Mittelrhein, dem Hessischen Handballverband und dem Handballverband Westfalen. Weiter geht's. Und hier haben wir die nächste Konstellation aus dem, beziehungsweise der Sieger zwischen Rheinland-Pfalz und Saar geht in. Zwei Gruppen verbleiben. Gruppe D. Der Sieger aus dem Spiel zwischen dem Handballverband Saar und Handball Rheinland-Pfalz geht in Gruppe D gemeinsam mit dem Handballverband Berlin, dem Handballverband Niedersachsen-Bremen und Handball Baden-Württemberg 2. Damit haben wir nur noch ein Los übrig. Wir schauen mal, ob alles passt. Handballverband Niederrhein. Das klingt gut. Dürfte demnach gehen in Gruppe A. Wir schauen nochmal nach. Und auch hier liegst du richtig. Es ist die Gruppe A. Damit sind alle Gruppen gelost. Der Handballverband Niederrhein komplettiert die Gruppe A gemeinsam mit dem Handballverband Sachsen-Anhalt, dem Handballverband Bayern und dem Handballverband Hamburg. Hier sehen wir jetzt auch nochmal alle Gruppen der Jungen im Überblick. Auch hier wird es wieder so sein, dass die Teams aus Gruppe A im Viertelfinale bzw. im Platzierungsspiel auf die Teams aus Gruppe B treffen. Ebenso wie bei den Mädchen dann auch wieder die Teams aus Gruppe C, die nach der Vorrunde auf die Teams aus Gruppe D treffen. Die Auslosung für den diesjährigen Deutschlandcup ist damit abgeschlossen. Sven Sören, du als Vizepräsident des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen, bist du zufrieden mit der Auslosung? Ja, also wir haben uns, glaube ich, schon, wenn wir es aus Sicht des HVNB betrachten, mit Berlin, glaube ich, schon einen knackigen Auftaktgegner. Also ob es das Auftaktspiel sein wird, werden wir dann sehen, aber zumindest in der Gruppe. Sehr ambitioniert, auch gegen das Heimpublikum, was sicherlich mobilisiert wird. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine interessante Konstellation. Ich bin gespannt, was wir da so sehen werden und bin froh, dass wir umschiffen konnten, dass wir Baden-Württemberg in die gleiche Gruppe losen. Insofern haben wir, glaube ich, unseren Job hier heute gut erfüllt. Du auch als Moderator und insofern freue ich mich auf die Spiele, wenn sie dann anstehen, des Deutschlandcups. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Sven Sören, für deine Unterstützung hier an den Loskugeln und jetzt schon mal viel Erfolg für alle Teams beim Deutschlandcup.